Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch eigentlich bloß kurz eine Nachttischlampe vorstellen, die ich mir gekauft habe. Ich finde, sie schaut richtig cool aus vom Design her und so. Und deswegen wollte ich euch bloß ein kurzes Video darüber machen, damit ihr da einen kleinen Eindruck davon bekommt. Wir haben hier so eine flauschige Oberfläche, die ist aber sehr fest, also nicht wie Papier und reißt auch nicht so einfach. Und das ist schon mal gut, wenn man Kinder hat, dass die das, wenn die das umwerfen, nicht gleich hier Risse reinbekommen in die Leuchte. Das wäre wirklich schade um das Teil. Und hier haben wir einen E27 Sockel drin. Ihr könnt also auch LEDs und normale Glühbirnen hier verwenden, bis zu 60 Watt. Der steht auch hier unten. Moment, muss ich mal selber suchen. Steht hier genau, also maximal 60 Watt könnt ihr hier anschließen und betreiben. Das Ding hier ist aus Edelstahl, wie ihr sehen könnt, sieht auch auf jeden Fall schick aus. Und hier haben wir nochmal so einen Ständer, auf dem das Ganze hier steht, ist auch sehr stabil in alle Richtungen, kippt nicht einfach schnell weg. Und drunter haben wir hier nochmal so einen Stoffbezug oder Gummi, was auch immer, damit es einfach die Oberfläche, wo ihr das draufstellt, einfach schont und dass da nichts passieren kann. Wie gesagt, designtechnisch gefällt es mir richtig gut. Ich habe das jetzt so ein bisschen so verdreht hingestellt. Ihr könnt es natürlich auch so gerade hinstellen, damit es dann halt so ausschaut. Aber ich mag das ein bisschen hier so ein bisschen flippiger einfach. Schaut auf jeden Fall cool aus, wie ich finde. Das Kabel ist selber lang genug und ihr habt natürlich am Kabel hier auch nochmal so einen Ein- und Ausschalter, mit dem ihr das Ganze hier bedienen könnt. Ein- und Aus. Und ja, wie gesagt, E27 Lampen. Ich werde mal eine kurz reinmachen, aber schauen wir uns nochmal ganz kurz hier nochmal die Maße an zusammen. So, wir haben hier dann einmal 15 cm. Das ist hier ein bisschen gewölbt, ich kann das jetzt mit einer Hand ein bisschen schlecht hier einfangen, aber ich habe vorher schon mal gemessen. Das sind 15 cm, auf beiden Seiten natürlich. Die Höhe beträgt hier, schauen wir mal, 27 cm. So, damit ihr einen kleinen Eindruck einfach davon bekommt, falls ihr Interesse habt und einen Platz sucht, wo ihr das denn hinstellen möchtet. Schauen wir uns nochmal hier noch den Boden an. Hier haben wir dann auch knapp 15 cm. Natürlich hier in die Richtung das gleiche nochmal. Gesamthöhe haben wir hier im Moment. Ich muss hier noch ein bisschen rausholen, das Ganze. So, Gesamthöhe haben wir hier dann insgesamt 37,5 cm Höhe. Also von unten bis nach oben hin. Und ja, das war's so mal, die ganzen Daten. Und ich tue jetzt einfach mal hier eine Glühbirne rein, damit ihr seht, wie das ausschaut. So, das ist jetzt das Licht hier im eingeschalteten Zustand. Und ich finde auf jeden Fall, das kann sich wirklich sehen lassen. Ist wirklich eine schicke Nachttischlampe. Und wie gesagt, ich stehe auch auf so Vintage-Look und deswegen habe ich mir diese auch hier geholt. Ja, ihr könnt natürlich auch warmweiße LED-Lampen reinmachen, vielleicht je nachdem, wo ihr das Ding hinstellen wollt und auf was für Farblicht die einfach steht und was euch nicht so stört. Ja, ich habe hier so eine Sensorlampe drin, deswegen schaltet die sich ab, wenn sie keine Bewegung mehr hat. Ja, das war es eigentlich auch schon von dem Nachttischleuchtchen und ich danke euch fürs Zusehen, Leute, und freut euch schon auf die nächsten Videos. Es kommen ein paar coole Sachen rein, die ich dann mit der Zeit dann aufnehmen möchte für euch. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.